sieben Schwestern Stalins. Das sind keine Verwandten des jahrzehntelangen Diktators der UdSSR. Damit bezeichnet man vielmehr sieben Mammutbauten in Moskau aus den 40er und 50er Jahren, die in der Endzeit der Stalinherrschaft errichtet wurden. Der Baustil bewegt sich irgendwo zwischen Gotik und Barock, jedoch im Rahmen der damaligen Wolkenkratzertechnologie. Die Bezeichnungen für diese Art zu bauen sind vielfältig. Vom sozialistischen Klassizismus bis zum stalinistischen Zuckerbäckerstil. Je nach Sympathie wechseln die Bezeichnungen. Die sieben Schwestern, die Hotels Ukraine und Leningradskaja, die Lomonossow-Universität, das Außenministerium und die Häuser am Roten Tor, an der Kateljinskaja Uferstraße und am Kudrinskaja Platz sind jedoch nur Teil eines Konzepts. Ursprünglich sollten sie um einen monumentalen Palast der Sowjets gruppiert werden, der jedoch nie verwirklicht wurde. Der Stalin-Barock ist nicht nur auf Moskau beschränkt. Auch in zahlreichen anderen Städten sind kleinere Vertreter des Baustils errichtet worden, sowohl in der damaligen Sowjetunion als auch im übrigen Osteuropa. Mit dem Ende der Stalin-Herrschaft verschwand dann jedoch auch der Zuckerbäckerstil in der Versenkung. Seinem Namensgeber konnte er keinen guten Ruf mehr verschaffen.